Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir hier ins Kloster gegangen, um den Almanach zu stehlen, der unsere Geschichte niederschreibt. Und die Musik ist gar nicht gut. Ich hoffe, die komischen Dinger aus den... Okay, nein, die sind weg. Ich hatte schon Angst, dass die Pappsoldaten uns wieder angreifen werden. Ich sehe gerade, ich sollte mal wieder was trinken. Wow, das hat mir nur wenig geheilt. Nun gut. Gehen wir jetzt hier hinein und stehlen den Almanach, um unsere Geschichte umzuschreiben, damit Barnack nicht weiß, wie wir durch die Zeit reisen. So, ich muss mich erstmal denen entledigen. Dann schauen wir uns mal hier genauer um. Ist hier irgendwas? Da, das ist ein Knopf. Sehr gut. Dann wollen wir den mal drücken. Und dann müsste sich ein Tor öffnen. Jawohl, gut. Das heißt, wir müssen anscheinend drei Knöpfe finden, denn da sind noch zwei weitere Gatter. Und dann kommen wir hoffentlich an den Almanach heran. So. Ihr müsst jetzt leider erstmal wieder schlafen gehen, bitte. Oder was heißt leider? Schlafen ist schön. Okay, wo sind die anderen beiden Knöpfe? Da habe ich einen entdeckt. Ich gucke nochmal, ob ich nicht irgendwelche Gegner übersehen habe. Gut. Und dann fehlt noch ein letzter. Der ist dann vermutlich irgendwo hier hinter. Da, sehr schön. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Ich hatte nach der letzten Folge eigentlich damit gerechnet, dass das hier noch ein riesiges Gebiet wird, aber wer weiß. Das kann ich ja jetzt noch nicht sagen. Vielleicht ist ja hinter den drei Gattern noch... Oh nö, ist das zeitbasiert? Oder warum ist das mittlere Gatter jetzt nicht im Moment? Moment mal. Wenn ich den jetzt noch drücke, müsste das Gatter aufgehen, oder? Ich hoffe doch, sonst habe ich ein kleines Problemchen. Los, mach das Gitter hoch. Warum geht das Gatter nicht hoch? Okay. Vielleicht habe ich ja doch noch irgendwo was übersehen. Moment mal. Das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Also okay, da ist der Knopf, der anscheinend nichts macht. Da ist noch ein Knopf. Aber warum gibt es vier Knöpfe? Das ist ja gemein. Okay. Ich gucke mich nochmal genauer um. Vielleicht finde ich ja doch noch einen. Okay, das ist... äußerst mysteriös. Auf jeden Fall ist das Gitter nach oben gegangen. Vielleicht ist der andere Knopf auch noch dafür gut, dass wir da rauskommen oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Oder dieser Knopf war dafür gut, dieses Gitter zu heben. Und ich muss jetzt noch einen fünften finden, um das letzte Gitter zu heben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Okay. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Das dürfte auch nicht so das große Problem sein. Ach, euch lasse ich einfach leben. Ihr seid sowieso nicht so das große Problem. Also den haben wir. Sonst ist hier keiner. Zumindest sehe ich keinen. Oh, okay, dann muss ich euch doch töten, wenn ihr mir im Weg rumstehen wollt. Komm, so. Nochmal genau umschauen, da nicht irgendeiner ist. Okay, ich sehe keinen. Hier vielleicht noch irgendwo. Ja, muss ja eigentlich. Aber wo ist jetzt die Frage? Ah, also die beiden habe ich ja gedrückt. Aber wo ist der letzte Knopf? Oben vielleicht irgendwo was? Das sind vergitterte Fenster, das bringt mir nichts. Wo ist der letzte Knopf? Das wundert mich jetzt wirklich. Oder habe ich den irgendwo im Gang übersehen? Ja, kommt. Hier, ihr sterbt erstmal nochmal. Bitte. Ja, ja, komm, komm, komm. Bla, bla, bla. Ist hier oben irgendwas? Sieht nicht so aus. Da ist noch... Boah, den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Wunderbar. Dann dürfte damit hoffentlich das letzte Tor auch noch aufgehen. Verdammte Suche nach versteckten Schaltern. Und dahinter, man sieht ihn schon, den Eimer nach. Ich gucke, ja, ich wusste doch, dass mich hier noch Gegner erwarten. Komm her. Du auch. Komm her. Ihr müsst jetzt, aua, aufhören, mir weh zu tun. Vor allem. So, ich gehe erstmal in die Kisten. Man weiß ja nie, was drin ist. Ein paar Heiltränke wäre nicht ein blauer Heiltrank. Ernsthaft? Okay, den brauche ich nun wirklich nicht. Was haben wir hier? Gelbes Kraut, das ist schon besser. Vor allem, da ich halt 10 Minuten rumtragen kann. Und der Almanach des Klosters. Jetzt hast du den Almanach des großen Klosters. Sehr schön. Das heißt, wir können hier endlich verschwinden und uns auf den Weg zum zweiten Almanach machen. Und zwar werde ich erstmal ins Laboratorium gehen, um da den Almanach von den Alchemisten zu schnappen. Das ist bloß die Frage, wie wir da reinkommen. Denn das
Das Laboratorium ist ja wegen des Bürgerkriegs geschlossen von Tuscan dem Dritten. Aber eventuell finden wir dann doch noch eine Möglichkeit, denn Nolin heißt sie, genau, Nolin hat uns ja gesagt, dass die Räuber für uns die Geheimwege öffnen würden. Das heißt, ich hoffe wirklich mal, dass wir da durchkommen. Aber erstmal werde ich zurück in die Zeit reisen, um mir ein paar Tränke zu holen und meine Rüstung nochmal zu reparieren. Die hat nämlich schon wieder ziemlich gelitten und ist einigermaßen zerfressen. Also die Hälfte der Rüstung ist weg. Es geht wirklich ganz runter, bis nur noch ein ganz kleines Fitzelchen in der Mitte von der Rüstung weg ist. Aber damit muss ich ja nicht rumlaufen. Damit nehme ich nur mehr Schaden und es bringt mir nicht so viel. Also ganz im Gegenteil. Es tötet mich. Okay. Was mache ich denn hier? Ich sollte einfach die Laufschuhe benutzen. Dann bin ich auch wieder schneller in der Stadt. Kann ich den Almanach eigentlich untersuchen? Großer Almanach, ich kann den ausrüsten. Okay. Ich werde die Gustus alle drei zusammenbringen. Nicht einzeln. Denn wozu? Das ist eigentlich unnötig. So. Auf in die Stadt. Das ist ja kein weiter Weg. Und dann mal schauen, wie wir ins Kloster hineinkommen. Ich habe eine Vermutung. Nämlich durch die Kanalisation. Da waren wir zwar schon drin und ich kam nicht weiter, aber ich vermute mal, dass die Räuber mir da jetzt eins von den Gittern geöffnet haben und ich durch die Kanalisation ins Laboratorium eindringen kann. Ich habe da nämlich irgendwie so im Hinterkopf noch eine Erinnerung, dass das so ginge. Wenn nicht, dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen, aber probieren wir das erstmal aus. Nachdem wir uns natürlich mit Tränken eingestockt haben und die Rüstung repariert ist. So. Genau, wieder rein. Das ist so schön, dass wir die Schuhe haben. Echt. Im echten Leben hätte ich auch gerne so Schuhe. Das wäre cool. Dann müsste ich nicht mehr mit dem Bus zur Uni fahren. Dann könnte ich laufen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Also ich weiß ja nicht, wie schnell man damit wird. Aber wenn ich mit dem Tempo laufen könnte, wie Hype läuft, ohne dass ich außer Puste gerate, dann würde ich auf jeden Fall zur Uni laufen. Ich meine, das ist einigermaßen schnell. So, nein, ich wollte doch gar nicht hier. Hier ist doch viel zu teuer. Lass mich in Ruhe, du Blöder. Wobei, warte mal, wie viel kostet das hier? Trefft eure Wahl. Roter Tank, nur, nein. Ich werde keine 90 Plastiks für einen roten Trank ausgeben. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Dumm. Wo ist denn... Ach, ich bin so doof. Da sind die Schuhe drunter. So. Wir reisen in die Ära Tuscans des Zweiten. Denn in der Ära Tuscans des Ersten gibt es leider keine roten Tränke im Laden, soweit ich weiß. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da nur blaue Tränke und grüne Kräuter gibt. Mit denen kann ich beileibe nicht so viel anfangen. Deswegen gehen wir erstmal hier hin. Ich müsste mich eigentlich auch mal heilen. Vielleicht sollte ich mal bei 60 eine Mahlzeit kaufen. Aber 60 Plastiks für eine Mahlzeit ist viel. Ja, 75 ist immer noch viel. Trefft eure Wahl. Aber ein paar brauchen wir. Wie gesagt, das Geld brauchen wir sonst für nichts anderes mehr. Zwei rote Tränke noch. Und dann schnell die Rüstung reparieren gehen, dann dürfte das genug sein. Wenn ich denn noch genug zum Rüstung reparieren habe, aber ich müsste eigentlich genug haben noch. Sonst reise ich nochmal in die Ära Tuscans des Ersten. Da kostet das mache ich. Da kostet das sowieso nur 25 Plastiks. Und das ist eine schöne Ersparnis. Dann kann ich gleich nochmal gucken, ob es wirklich keine roten Tränke in der ersten Ära gibt. Ich bin mir doch nicht mehr so sicher. Und dann werde ich mich, wenn es solche gibt, werde ich mich ärgern, dass ich sie jetzt gekauft habe. Aber das ist egal, dann werde ich sie später hier kaufen. Aber eigentlich dürfte es hier keine geben. Ich sehe auch nur grünes Kraut. Ja, es gibt nur blaue Tränke. Okay, alles klar. Das wollte ich wissen. Dann rennen wir mal eben zum Schmied. Und lassen unsere Rüstung für 25 Plastiks wieder reparieren. Hallo? Das Militär ist mir nicht so, dankeschön. Ja, ja, bla bla bla. Der Schmied hat gute Arbeit geleistet. Ich weiß, wir haben ihn bezahlt dafür. Du musst jetzt nicht posen. Und dann können wir... Eigentlich müsste ich mich noch heilen. So, das muss genügen. Jetzt haben wir 5 rote Tränke. Ist einigermaßen in Ordnung. Wir werden ja auch noch ein paar finden, hoffe ich. Nicht so viel Schaden nehmen. Aber jetzt müssen wir erstmal ins Laboratorium. Übrigens, wenn ich hier versuche, über dieser Sonnenuhr in die Ära Tuscans des Vierten zu reisen, passiert genau dieselbe Animation, wie wenn ich in Gustus Kloster in die Ära Tuscans des Vierten...
wenn ich Deutsch kaufe. Wenn ich in Gustavs Herrenhaus in die Eratosthenes des Vierten reise. Das heißt, es bringt mir nichts, hier das zu versuchen. Also halb schlägt dann einfach wieder die Sonnenuhr an und reist zurück in die dritte Ära oder in welche, aus welcher Ära wir auch immer kommen. Ich glaube, er reist aber immer in die dritte Ära. Ich weiß es nicht genau. Wie auch immer. Wir gehen mal in die Kanalisation und hoffen, dass es da weitergeht. Und schauen dann mal. Ich überlege gerade, ob ich sonst noch irgendwas Vernünftiges machen könnte in der Stadt. Aber ich denke nicht, nein. Außer halt in die Festung zu gehen und da nach Elnostus zu fahnden. Aber schauen wir mal. Na, wenn ich irgendwo gegenlaufe und halb dann springt er nur so, macht er nur so einen ganz kurzen Sprung, mit dem ich nicht hochkomme. Das ist echt nervig. Und ich sollte vielleicht auch mal ein paar grüne Kräuter benutzen. Davon habe ich so viele und Magie ist immer gut voll zu haben. So. Einmal nach oben bitte. Jetzt müsste noch so Fahrschulmusik kommen. So. Ich hoffe, ich falle diesmal nicht hinunter. Sehr gut, Hype. Ich bin stolz auf dich. So, dann schauen wir mal. Jawohl, das Gitter hier ist oben. Ich hab's gewusst. Okay, dann gehen wir mal ins Laboratorium und schauen uns an, wo sich dort der Almanach befindet und was die Alchemisten planen gegen Tuscan den Dritten. Vielleicht können wir ihm da irgendwie helfen. Das Laboratorium. So, ich glaube, ich brauche hier direkt erstmal die Armbrust. Meine ich, oder auch nicht. Brauche ich doch das Schwert. Ah, okay. Nein, ich dachte schon, wir werden irgendwo rauskommen, wo wir erst später rauskommen. Jetzt sind wir erstmal hier unten in den Kellern. Und ihr seht schon, das sind Dampfrohre. Und ich glaube, wir sollten den Dampf nicht berühren, weil er uns verletzt. So, ich versuche mal einen Moment gerade. Hä? Okay, ich dachte, ich hätte da einen Schalter gesehen. Oder besser gesagt einen Knopf. Aber dem war nicht so. Doch, da geht's hoch. Da werden wir wahrscheinlich raus müssen, aber... Und da wird auch irgendwas sein. Und da sind schon wieder diese Banner. Das ist nicht schön. Ich werde erstmal hier hochgehen, denn das Rohr lädt gerade so dazu ein, hier oben das mal anzugucken. Mir macht es nur Sorgen, dass hier oben auch Dampf rauskommt. Rennhype. Oh Gott, nicht runterfallen. Ich glaube doch lieber vorsichtig. Da ist ein Knopf. Aua. Und da ist Dampf vor. Genau, lauf gleichzeitig. Moment. Ah, ich dachte schon, das hört nicht mehr auf. Ich müsste den irgendwo deaktivieren. Aua. Halt, drück doch bitte den Knopf. Los, drück ihn. Drück. Ich kann den Knopf nicht drücken. Jetzt kann ich noch... Manchmal ist das Spiel ein bisschen seltsam. Aber nun gut, wir haben ihn drücken können. Und jetzt habe ich meine Feuermagie fertig. Ja, sehr gut. Hallo. Na, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Habt ihr Spaß? Komm. Oh Gott, das hat aber nicht so viel Schaden gemacht wie beim letzten Mal. Oh, verdammt. Hilfe. Hilfe. Ich finde es einfach cool, wie sie dann auch total flach sind und die teilweise unsichtbar werden können. Also, wenn sie richtig stehen für mich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das untere Teil vom Schild ist schon wieder ab. Meine Güte. So, was haben wir denn hier Schönes? Was ist das? Ist das Lava? Ich springe besser noch nicht rein. Res Historike. Im Zeitalter des großen Ragoth haben unsere Alchemisten die Macht des Dampfes entdeckt, der beim Zusammentreffen von Lava und Wasser entsteht. Im Laufe der Jahre haben sie es geschafft, diese Macht zu bündeln. Heute wird sie mit Hilfe eines komplizierten Systems von Röhren in Energie umgewandelt. Diese Energie hat mehrere Anwendungsbereiche. Unter anderem schließt sie Türen besonders sicher. Okay. Kann ich das einfrieren? Nö. Vielleicht sollte ich mir das merken, was da unten ist. Moment. Ha! Das schreibe ich mir mal eben auf. Also wir haben erstmal so einen eckigen Pac-Man. Moment. Dann haben wir ein Dreieck mit Armen. Dumm, dumm. Und die Ärmchen dran. So. Und dann haben wir ein Stoppschild mit einem Dreieck drin. Ja. Ist ein Achteck. Ich dachte kurz, es wäre vielleicht doch ein Sechseck, aber es ist tatsächlich ein Achteck. So. Ich denke mal, die Kombination werden wir noch irgendwo brauchen können. Ansonsten wäre der Raum auch ziemlich sinnlos gewesen, außer als eine kleine Falle dafür, dass wir da reinlaufen und ein bisschen Hintergrundgeschichte. Aber nun gut, wir klettern erstmal hier hoch.
Ah, die Musik fängt an. Das ist doch schön. So. Was ist das denn? Ist da was drin? Wahrscheinlich Schnaps. Die alten Saufköpfe oder irgendwelche Drogen, ja. Wie in der Ära Tastkanz des Zweiten. Ah, da seht ihr es mal. Da sind auch diese Symbole. Und wer bist du denn? Bist du uns freundlich gesinnt? Vermutlich nicht, oder? Ah, endlich ein Ritter. Ich kann es kaum glauben. Seit Jahren bitte ich um Hilfe. Mit so tapferen Rittern wie dir ist es ein Wunder, dass unser wertvoller Almanach nicht bereits gestohlen wurde. Okay, vergiss das für einen Moment. Ich brauche dich hier. Wir müssen eine Menge Lebenselixier für unsere Ritter herstellen. Und ich werde langsam zu alt für solche Dinge. Das geht so. An den Wänden rund um den Saal bemerkst du verschiedene Kanalöffnungen. Um mir zu helfen, musst du Dampf mit Hilfe des Einfüllstutzens dort hineinleiten. Okay. Du solltest dich nach den Bildern richten, die du neben mir siehst. Aktiviere zunächst den Mechanismus mit Hilfe des Hebels. Um den Dampf in die richtigen Kanalöffnungen einzuspritzen, steigst du dann auf die Vorderseite der Plattform. Warum genau sollte ich dir jetzt helfen? Naja, egal. Machen wir das einfach mal. Vielleicht springt ja was für uns dabei raus. Wir sollen erstmal die Vorrichtung aktivieren. Das mache ich doch direkt mal hier. Wenn Hype das denn machen würde. Ich darf nicht direkt davor stehen. Ich muss ein Stück zurückgehen. Das ist ein bisschen interessant. Ja. Okay. Ah, okay, die bewegen sich also von selbstständig und wir müssen dann an den richtigen Stellen das drücken. Ich schreibe mir nochmal eben das da auf. Das ist erst so ein umgefallenes Kreuz mit einem Minus drin. So. Dann haben wir nochmal das Dreieck mit Armen. Ich kann überhaupt nicht schön zeichnen. Und einen Punkt über einem Strich. So. Dann schauen wir mal, was wir tun können. Was haben wir denn da? Das ist das umgefallene Kreuz. Das müssen wir zuerst aktivieren. Deswegen gehen wir mal hin. Da, wenn ich auf dieses Dampfwölkchen trete, dann wird der Dampf eingeleitet. Hey, da unten ist die Tür zugenagelt. Also ungefähr so. Genau. Was auch immer das gebracht hat. So, und als nächstes kommt das dran. Ja. Und dann fehlt noch der Punkt mit dem Strich drunter. Nein, das ist das Stoppschild mit dem Dreieck. Das brauchen wir nicht. Wo ist denn das? Da ist der Punkt. Okay. Schnell, 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 schnell. So, und jetzt möglichst nicht auf die Dampf... auf das Dampfding treten. Okay, da war der eckige Pac-Man. Okay, sehr gut. Und da oben liegt Geld. Oh, das will ich haben. So, damit sollte dir doch zumindest schon mal geholfen sein, oder? Sehr gut, Ritter. Du hast die Reihenfolge der Symbole realisiert. Komm jetzt zu mir. Okay, gleich. Lasst mir eben einen Moment. Ich möchte mich doch was Geld mit mir nehmen. Hopp. Nein, okay, ich komme doch zuerst zu dir. Hallo. Gute Arbeit, Ritter. Ein exzellentes Lebenselixier. Danke. Ah, geholfen von einem Ritter. Das muss ich sofort in unserem großen Almanach vermerken. Nimm das Elixier, Ritter. Es ist ein Geschenk. Du hast es verdient. Und ich habe heute meinen großzügigen Tag. Hier ist der Schlüssel zum Laboratorium. Cool, danke. Alle Reichtümer, die du findest, gehören dir. Und noch einmal, danke. Hey, so schlecht ist der Kerl gar nicht. Cool. Ernsthaft. Das Lebenselixier ist ein blauer Trank. Ich habe die ganze Arbeit gemacht für einen verdammten blauen Trank, den man im Laden kaufen kann, schon bevor es überhaupt hier das Laboratorium gab. Ernsthaft? Okay. Egal, wir haben auf jeden Fall den Schlüssel. Und die Frage ist, wo ist der Eingang? Wahrscheinlich hier unten, okay. Wir haben aber unten noch die Kombination gesehen und ich vermute mal, ich kann hier noch irgendwas aufmachen, oder? Also das ist ja der normale Eingang. Genau, das war der Eingang in der letzten Ära. Und hier hinter den Türen waren dann die Alchemisten gefangen, die Raugott
eingesperrt hatte. Aber ich will jetzt erst nochmal die Schalter betätigen, um die Kombination einzugeben, die wir unten in der Kanalisation gefunden haben. Geh jetzt. Ich habe noch viel zu tun. Hallo? Willst du mich verarschen? Ich will das machen. Hätte ich das vielleicht vorher machen sollen? Ach, das ist doof. Vor allem will ich das Geld haben. Da oben lag Geld auf einem Rohr. Naja, vielleicht können wir das später nochmal tun. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Ja, das kommt noch alles noch sehr bekannt vor. Und ein Speicherpult. Ja, eigentlich sind die 20 Minuten voll. Da ist das Schlüsselloch. Okay, dann werde ich den Part hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ein bisschen rätsellastiger. Obwohl, so schwer war das ja nicht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dann.